Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, das Buch der teuflischen Namen anzunehmen bei Altwis der Leidende in Nagrand an dieser Position. Vorquest war Illidans Schüler. Nehmt die Quest gleich mal an. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte aber euch auch helfen in BC Classic. Außer ihr wollt genau wie ich die Quest alleine machen. Das wird vermutlich nicht funktionieren, denn man muss in eine Instanz. Ich werde jetzt eine kurze Unterbrechung machen, werde von dem Flugpunkt Telar in die Wälder von Rockard fliegen. Solltet ihr Hoftler sein, müsst ihr halt von Gavadar aus fliegen. Zum Beispiel entweder als Allianzler alle als Feste oder Steinbrecherfeste als Hoftler. Ihr könnt aber direkt manuell fliegen. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Hier kommt die Unterbrechung und wir sehen uns in den Wäldern von Tevokar. Bis gleich. Ich bin schon in den Wäldern von Tevokar und zwar an dieser Position. Nun zeige ich euch, wie es weitergeht. Und wie gesagt, falls ihr die Quest in BC Classic macht, sucht euch eine Gruppe für das Schattenlabyrinth. Ihr schafft es nicht alleine. Gut, es kann sein, dass mit dem Endequip aus dem Sonnenbrunnenplateau vielleicht es machbar ist. Aber zurzeit eher nicht. Zurzeit im Sinne vom 12.06.2021. Für die Quest ist das egal, ob ihr heroisch oder normal hineingeht. Absolut total egal. Hier ist der Eingang zum Schattenlabyrinth. Ich weiß jetzt nicht, ob man in Classic für diese Tür einen Schlüssel bräuchte oder gebraucht hat. Könnt ihr gerne in die Kommentare posten. Und einfach in das Portal hineinlaufen. Ich werde den kompletten Weg aufnehmen. Also, nichts schneiden, nichts unterbrechen. Wie gesagt, mein Charakter ist Stufe 60 während des Addons Shadowlands. Habe also keine Probleme, hier alle Mobs schnell umzuhauen. Versuche ein bisschen Tempo zu machen. Ich bin übrigens auch auf Facebook unterwegs. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Auf Facebook poste ich die Software, was ich gerade aufnehme oder was als nächstes ansteht. Falls ihr wollt, könnt ihr die Seite auch liken, abonnieren, was auch immer auf Facebook geht. Die Seite dient nur dazu, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Falls ihr euch wundert, warum ich jetzt diese Trashmobs mache, liegt es daran, dass ich glaube, dass man alle Bosse machen muss, um diese Tür aufzubekommen. Denn da muss man durch. Dazu muss man diese Mobs erst töten. Dann wird der Boss frei. Hau ich einfach um. Ui, eine Vorlage bekommen. Sehr cool. Ja, bringt mir nichts. Es ist eine Vorlage, Quatsch. Es ist ein Ausrüstungsteil für Burning Crusade und nicht für Shadowlands. Insofern nutzlos für mich. Außer halt als Vorlage. Falls ihr nicht wisst, was Vorlagen sind, nun in WoW Retail kann man das Aussehen seiner Rüstung anpassen, sodass es aussieht wie eine andere Rüstung. Nur so als kurze Erklärung. So, und hier nochmal. Das Ganze gilt jetzt natürlich, falls ihr WoW Retail nicht kennt, sondern nur WoW Classic. Und hier war es auch schon, Buch der teuflischen Namen. Und ich habe mich getäuscht, wir müssen nicht die Tür aufbekommen, aber ich werde die Instanz weitermachen wegen so Transmog-Zeug.
Nun dürft ihr wieder hinauslaufen und wieder euch nach Nagwan begeben. Ich bin sofort wieder für euch da und zeige euch, wie es weitergeht. Bis gleich. Gleich bin ich auch schon angekommen. Das Ganze hat ein bisschen gedauert. Da bin ich auch schon. Quest ist abzugeben bei Altwis der Leidende in Nagwan an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu meinem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. Eizocke, Ende.